Der spirituelle Name Dinanatha. Dinanatha ist ein spiritueller Name, der in Bezug steht zu Leuchten und Strahlen. Dinanatha heißt der Tagesherr, ist ein Beiname von Surya, dem Sonnengott und damit auch von der Sonne. Dina heißt Tag, Natha heißt Herr und Meister. Wenn du den Namen Dinanatha hast, soll das heißen, dass du Gott als deinen Meister ansiehst oder die göttliche Wirklichkeit oder das Strahlen und das Leuchten und dass du weißt, so wie du den göttlichen Meister, den göttlichen Herr, die das Licht überall siehst, dann ist überall Tag. Wenn du das Göttliche nicht siehst, dann ist letztlich Nacht, dann ist Trauer und Dunkelheit. Aber so wie du das Göttliche siehst, wird aus allem Tag. Spiritueller Tag ist nicht, wenn alles schön ist und wenn du bekommst, was du willst. Spiritueller Tag ist, wenn du die göttliche Wirklichkeit erfährst. Genauso auch du selbst möchtest derjenige sein, der anderen hilft, das Tageslicht zu sehen, das Tageslicht des Göttlichen. Du willst den göttlichen Meister Natha durch dich so hindurchwirken lassen, dass du auch anderen hilfst, Licht zu sehen, Freude zu erfahren, sich gut zu fühlen und letztlich spirituelles Erwachen zu erfahren.